Es ist fast so, als würde man ein Hotelzimmer betreten. Nur, dass dieses Zimmer Räder hat. Claudia Hofmann-Sterler vermietet Wohnmobile. Dieses Exemplar ist schon das kleinste. Sie hat es Hobbit getauft. Die Nachfrage ist da. Vor allem von Wohnmobil-Einsteigern. 80% der Leute waren tatsächlich jetzt Neulinge, die wirklich auch gesagt haben, normalerweise fliegen sie oder sind in 5-Sterne-Clubanlagen. Und jetzt haben sie sich auf ein neues Terrain einfach begeben. Ja, man hat das aber auch in der Vermietung gemerkt. Also nicht jeder Neuling ist gut mit umgegangen. Man hat wesentlich mehr Schäden wie die Jahre zuvor. Der Nachteil des Erfolgs der Branche. Dafür konnte sich die Nauheimer Privatvermietung im vergangenen Jahr vor Anfragen kaum retten. Leider kann man die Fahrzeuge nur so vermieten, wie sie da sind. Das heißt, wir waren ausgebucht. Wir hätten zu dem Zeitpunkt sicherlich noch 2-3 Fahrzeuge mehr nutzen können, kaufen können. Aber es wird auch wieder eine Zeit nach der Pandemie geben und die Euphorie wird wieder ein bisschen abklingen. Aktuell aber noch nicht. Ob Vermietung oder Verkauf, Caravaning boomt, vor allem seit Corona. 2021 setzte die Branche 13,9 Milliarden Euro um. Rekord. Und eine Erkenntnis, Camping mit Wohnwagen oder Mobil ist längst nicht mehr nur Rentnersache. Wenn Sie unterwegs sind auf Stellplätzen, dann sehen Sie sehr, sehr viele junge Menschen, die eben Software dabei haben, die im Winter Ski dabei haben. Es gibt sogar junge Menschen, die im Campervan arbeiten. Vor allem junge Menschen haben das Leben im Van für sich entdeckt. Total angesagt, selbst zum Camper ausgebaute Busse oder Transporter. Unter dem Hashtag Vanlife finden sich bei Instagram Millionen von Beiträgen. Aber bringen diese Menschen Umsatz? Wenn sie doch das meiste selbst bauen? Ich sehe das eher, das sind Einsteiger, die auch aufgrund natürlich der Fahrzeugpreise sich ein Gebrauchtfahrzeug kaufen oder selbst auch einen Kastenwagen ausbauen. Aber die kommen ja zum Camping und Caravaning. Und landen vielleicht irgendwann bei den Neufahrzeugen. Also der Käufernachwuchs ist bereits im Blick. Und für den braucht es Ware. Wohnmobilverkäufer Tim Schweien aus Korbach hat im vergangenen Jahr 100 Fahrzeuge verkauft. Das ist viel. Doch aktuell muss er auf Nachschub warten. Aufgrund der Halbleiterproblematik, die wir ja im Moment überall haben, aufgrund der Verknappung der Rohstoffe, Corona-Ausbrüche in den Werken, können die Lieferanten eben nicht die Fahrgestelle liefern, die man braucht. Und in dem Fall kriegen wir eben auch nicht die Anzahl der Wohnmobile, die wir eigentlich bestellt haben. Wer jetzt sein Wohnmobil selbst konfigurieren würde, müsse 1,5 Jahre darauf warten, sagt Schweien. Für manche bleibt dann doch wohl erstmal das Hotel.